Das ist Folge 977 mit der Geschäftsführerin von Hauser Massivbau, Simone Hauser-Bahnholzer. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Unternehmen zukunftsfähig aufstellen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie hart der Start als Frau ist. Zweitens, was nach der harten Phase kommt. Und drittens, wieso ein Wechsel zeitgemäß ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikhane.de/977. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wie lange hörst du eigentlich schon den Podcast? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Die meisten Unternehmer setzen einfach nicht um. Das liegt nicht daran, dass sie nicht wollen, sondern eher daran, dass es bei anderen immer so einfach aussieht. Oft fehlt die Struktur, das klare Vorgehen. Auch bei uns hat es viele Jahre gedauert, ein so belastbares System aufzubauen. Genau deswegen können wir dir zeigen, wie du es auch schaffst, mehr Zeit für deine Familie, Freizeit und Fitness zu haben. Da du schon lange den Podcast hörst, möchte ich dir ein Angebot machen. Lass uns doch einfach mal 15 Minuten locker über deine aktuelle Situation sprechen. Und dann schauen wir, wo du aktuell den größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung machen willst, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf raikhane.de/austausch und buch dir deinen Termin. Da die Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du deine Chance jetzt nutzt. Deswegen raikhane.de/austausch. Buch dir deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Willkommen Simone Hauser-Bannholzer. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja klar, Raik. Vielen Dank für die Einladung. Lass uns starten. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich loslegen. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Okay, legen wir los. Auf Beruf. Lass uns mal überlegen. Ich bin Unternehmerin, Geschäftsführerin hier in der Hausergruppe, in unserem Familienunternehmen. Wir bauen 45 Häuser im Jahr hier im schwäbischen Raum. Meine Vergangenheit, ich bin hier eingestiegen als Bankkauffrau. 1999 war das. Und das war ganz schön spannend, weil es war ein langer Weg bis heute. Und was Privates, ja, ich und mein Mann, wir sind Glückspilze. Wir haben Zwillinge und wir sind sofort viel unterwegs hier im Schwarzwald, in Schwarzwald-Obertal. Ja, und wir haben über 80 Tiere und da sind wir so im Alltag unterwegs zu viert, weil das ist für uns das Paradies. sehr cool. Ja, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Wir sind ja vor kurzem selber auch erst da unten gewesen. Ja, absolut schöne Ecke. Vergisst man immer so ein bisschen, ja, als norddeutsches Licht. So, Mensch, welche Facetten Deutschland. Sehr, sehr cool. Und du hast gerade schon gesagt, ihr seid ja im Hausbau tätig. Das heißt, kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen? Was ist da die Besonderheit? Was macht ihr, was andere nicht machen? Das ist eine Leistung, die möchte ich gerne meinem Papa zuschreiben. Und zwar, er hat hier jahrelange Pionierarbeit geleistet. Und zwar musst du dir so vorstellen, wenn du jetzt ein Haus baust, dann musst du dich ja entscheiden, möchtest du ein Holzhaus oder ein Massivhaus? Und das ist schon die erste schwierige Entscheidung für Bauherren, die ja sowieso so viel entscheiden dürfen. Und er hat es leicht gemacht, denn er hat das Beste aus zwei Bauwelten vereint. Sprich, wir bauen hier ein massives Fertighaus, da könnten wir jetzt lange ausholen. Mhm. Aber das ist nur eins davon und das zweite ist, dass wir hier seit 1978 ohne Rechtsstreit bauen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das gibt es so in der Baubranche eigentlich nicht. Ja. Und dahinter steckt, da bin ich richtig stolz drauf, da steckt unser Team dahinter. Weil wir haben hier so eine interne Mission, ich baue dein Haus, wie wenn es meins wäre. Mhm. Und da gehört einiges dazu. Und da sind wir stolz drauf und das macht uns aus. Jetzt muss man natürlich auch sagen, also wenn man das vergleicht in der Baubranche, jetzt hört sich erstmal so ganz pauschal für so ein Unternehmen, was ihr habt, auch in der Größenordnung, ja, mit Dutzend Arbeit, Dutzend Mitarbeiter, 45 Häuser, hört sich ja gar nicht viel an. Jetzt muss man natürlich sagen, habt ihr da eine ganz andere Art mit umzugehen und habt es da wirklich auch geschafft, eine absolute Alleinstellungsmerkmal zu haben. Aber es war nicht immer alles so schlimm. Deswegen holen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? Also meine Herausforderung war tatsächlich, das ist eine Weltmeisterschaft, wo ich hierher gewechselt bin als gelernte Bankkauffrau. Darf ich so sagen, bin ich zuerst mal auf dem Arsch gelandet. ich kam so von der Bank, kannst du dir vorstellen, so, das ist so eine feine Welt, da gibt es klare Prozesse, Spur, Orga, alles da. Da gibt es sogar ein Betriebshandbuch, wo alles beschrieben ist. Du hast einen ganz feinen Umgangston und dann kommst du hier auf den Bau. Wir kennen alle den Umgangston vom Bau. Ja. Der ist sehr rau. Okay, das war so die eine Sache. Die andere Sache war, klare Strukturen, Orga war irgendwie gar nicht so da. Und der dritte Punkt ist, dass das Bauen sehr, sehr komplex ist. Das sind ja über 40 Gewerke, die ineinander laufen müssen, damit am Schluss ein ganzes Haus rauskommt. Mhm. Und das war für mich als junge Frau eine Riesenherausforderung. War zuerst eine Überforderung und irgendwann bin ich dann gelandet in der Depression, weil das einfach viel zu groß und viel zu viel war.
Und warum erzähle ich das? Weil der Weg danach war für mich, aber auch für unser Unternehmen enorm wichtig. Weil ich lernen durfte, musste, mir die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, wie schaffe ich das? Welchen Weg möchte ich als Unternehmerin gehen? Wie mache ich das als Frau, als junge Frau hier im Handwerk? Das ist eine Riesennummer. Und vor allem so, was sind meine Stärken, meine Werte, wie ich meinen Alltag leben möchte? Haben wir gemeistert und das habe ich auch hier ins Unternehmen übertragen können. Und ich glaube, so zusammengefasst ist das das Fundament von unserem Erfolg. Ja. Ja, vielen Dank, dass du das auch teilst, weil klar, wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt, aus der Bank dann quasi auf die Baustelle, ich glaube, da hat jeder schon mal so ein Bild im Kopf und das passiert natürlich auch auf anderen Ebenen und das ist natürlich auch schon ein sehr, sehr starker Unterschied. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz beleuchten, was war der Grund für dich, warum du in die Firma des Vaters eingestiegen bist? Naja, das stand immer im Raum und es war immer klar, wir haben eine tolle Firma hier, mein Papa hat so viel aufgebaut in den ganzen Jahren. Eigentlich war die Bank so als Zwischenlösung, okay, da lernst du mal was Gescheites, ist immer eine Weile schon draußen, ich habe dann das Betriebswirt gemacht. Und habe gemerkt, ja, ist gut, aber erfüllt mich noch nicht so ganz. Und dann haben wir jetzt einfach angefangen. Ich war schon in der Ausbildung bei der Bank parallel immer hier drin im Musterhaus, Häuser zu verkaufen. Und so ging das halt Schritt für Schritt. Sehr cool. Und was bei dir, glaube ich, auch ganz besonders ist, ihr habt ja wirklich ein Traditionsunternehmen. Ja, also ihr seid jetzt gerade im 46. Jahr, geht jetzt auf die 50 Jahre zu. Also die wenigsten Unternehmen schaffen es überhaupt, so alt zu werden. Und jetzt ist ja auch für dich eine ganz persönliche Herausforderung gewesen, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Und das fand ich gerade auch in unserem Vorgespräch sehr, sehr interessant, mit welcher Philosophie du an das Thema herangehst, wie du auch das gesamte Team mitnimmst. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Was bedeutet es für dich, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen? Für mich bedeutet es, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe angefangen, mir die richtigen Fragen zu stellen, sodass ich meinen Weg gefunden habe. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, wenn mir das so gut tut, dann lass uns das doch auch ins Unternehmen übertragen. Und so haben wir angefangen, auf der Ebene Unternehmen zu sagen, okay, welche Fragen wollen wir denn stellen? Und dann sind wir hier zusammen auf dem Bau auf eine Jahreszielplanung gefahren. Das gibt es so eigentlich nicht im Handwerk. Mhm. Haben uns 2-3 Tage komplett rausgenommen und haben uns einfach mal den Fragen gestellt, wo wollen wir denn als Team hin, als Firma? Wie wollen wir auftreten? Wer wollen wir sein? Was sind unsere Stärken? Und dann danach haben wir das Ganze eine Ebene tiefer gespielt nochmal und haben dann alle Mitarbeitenden gefragt, Mensch, was sind denn die einzelnen Werte, die einzelnen Stärken? Und daraus sind dann die Teamspielregeln entstanden. Das ist aber schon 15 Jahre her. Das haben wir immer und immer und immer wieder tiefer gespielt, nochmal nachgehalten. Da musst du natürlich auch Kritik aushalten, musst dich wieder anpassen. Jeder Mitarbeiter ist anders, ist logisch. Und letztes Jahr sind wir dann noch eine Ebene tiefer gegangen. Das heißt, wir haben hier im Seminar hier in der Firma das eigene Seminar gegründet. Bock auf Montag. Und da stellen wir so eine Frage und die lautet bei Hauser, das ist so unsere Schlüsselfrage, die lautet, wie muss dein Montag aussehen, damit du Bock drauf hast? Sprich, was liegt dahinter? Also was sind so deine Stärken? Was sind deine Werte? Was machst du nicht gerne? Weil ich denke, wenn man nur aufs Profil schaut, was derjenige gelernt hat, dann wird er nie das finden, was da tief drin in Menschen steckt. Und das ist so der Weg, den wir gehen. Wenn du magst, kann ich dir auch ein kurzes Beispiel erzählen, das trifft so auf den Punkt. Sehr gerne. Also wir haben ja noch ein bisschen Luft, vielleicht noch, um das ganz kurz nochmal zu verstehen. Also das, was du da gerade beschreibst, das sind ja Werkzeuge, die man normalerweise aus großen Unternehmen kennt, wo man sich teure Unternehmensberater holt, was man in Konzernen umsetzt. Und du machst das jetzt in der Handwerksbranche. Also kannst du vielleicht noch ganz kurz beleuchten, was hat dich vorher so sehr gestört, dass du gesagt hast, okay, ich will diesen Weg jetzt mit den Leuten gehen und dann gerne nochmal dein Beispiel nennen? Gestört würde ich gar nicht sagen. Mein Papa hatte einen sehr autoritären Führungsstil, den hat er auch gebraucht. Das war eine andere Zeit und er hat ein Unternehmen aufgebaut. Ich und mein Mann, wir waren uns einig, wir möchten das anders machen. Sind dann Gott sei Dank bei Klaus Fabiol gelandet. Das ist ein Vollblutunternehmer am Schindlerhof. Und der gibt Seminare, wo du lernst, Führung von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe. Der gibt dir ganz klare Tools in die Hand, wie du Vision, Mission und die ganzen Dinge, die ganzen Instrumente einführen kannst. Und das gab mir so als Bankkauffrau die Möglichkeit, Klarheit reinzubringen hier ins Handwerk. Und das gab mir die Möglichkeit, einfach von Mensch zu Mensch hier zu führen. Wir sind ein großes Team und es macht unheimlich viel Spaß, wenn du die Mitarbeiter und die Unternehmer und die Handwerker und eben auch die Kunden alle ins Netzwerk reinnimmst und stellst dann Fragen, da kommen so hammer coole Sachen raus. Und das hat uns bis hier heute begleitet und immer wieder stärker und besser gemacht. Sehr cool. Und bei welchem Beispiel wolltest du das nochmal kurz anbringen, wo das besonders gut funktioniert hat? Wo es besonders gut funktioniert hat, ist dieses Thema Bock auf Montag, wo wir diese Fragen stellen, Mensch, was macht dich denn aus? Also wer bist du? Und unsere Xenia,
jetzt vor ein paar Jahren hier beworben als todunglückliche Finanzbeamtin, saß sie da total leer, total blass, und gesagt, gib mir einfach einen Job, bitte irgendwie, lass mich irgendwas arbeiten. Und ich habe gesagt, Jexenia, was macht dich denn aus? Was sind deine Stärken? Und wie müsste jetzt dein Montag aussehen, dass du sagst, yes, geil, Montag. Mhm. Dann war Stille, wirklich Stille rein. Und das habe ich so oft, wenn du diese Fragen stellst, die Menschen wissen einfach nicht, was sie da drin haben und welche Talente sie mitbringen. Aber die Xenia hat sie gefunden. Nach 2 Wochen kam sie dann wieder. Und heute ist es so, unsere Xenia ist jetzt bei uns in der Buchhaltung, Organisation und Empfang. Hm. Richtig cool. Die hat nämlich ein totales Talent für Zahlen und Struktur und Orga. Das ist mega cool. Aber bevor sie da startet, fährt sie mit dem Schaufelader zu der Tierwiese und bringt unseren Tieren Heu, füttert und macht da alles, was da so zu tun ist. Denn die hat so ein ganz großes Herz für Tiere. Die hat auch bei uns ein Bienenprojekt und hat jetzt ihren Hund bei uns im Büro. Ist jetzt übrigens der 4. Hund, den wir hier haben. Und du siehst, die Menschen sind halt so vielschichtig. Ja. Und ich glaube, da sind wir uns einig, so eine Stellenbeschreibung gibt es ja auf dem Markt nicht. Aber die R gibt sich eben, wenn du die richtigen Fragen stellst und den Menschen Zeit gibst, sich zu finden. Und um das geht es bei uns bei Hause und bei Bock auf Montag. Bring dich ein, so dass du Bock auf Montag hast. Ich sag's nochmal. Ja, also das müssen wir nochmal ganz kurz reflektieren. Das heißt, du suchst ein Organisationstalent, das sehr kommunikativ ist, Bock auf Zahlen hat und einen Radlader fahren kann, um damit Tiere zu füttern. Ja, da bin ich bei dir. Das ist jetzt nicht die allerübelste Stellenbeschreibung. Sehr, sehr cool. Simone, wir sind schon so langsam auf der Zielgeraden. Wenn wir jetzt sagen, hey, das ist super spannend und ich als mittelständisches Unternehmen würde gerne auch mal ein bisschen aus deiner Expertise ein bisschen was rausziehen. Ja, oder mir das auch mal gerne zeigen lassen, weil wenn das im Handwerksunternehmen funktioniert, das, was du gerade beschrieben hast, ich glaube dir das nicht. Ja, zeig mir das mal. So, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Und ja, du hältst ja auch Vorträge. Wo kann man sich da Inspiration von dir holen? Ganz einfach. Wir sind auf LinkedIn, da könnt ihr viel nachlesen. Und ich habe mich entschlossen, wir teilen unsere Keynote gemeinsam Zukunft bauen. Da geht es nämlich um all die Themen. Kannst du gerne verlinken dann. Und ansonsten, klar, wir sind auf der Homepage und überall auf Social Media kannst du es finden. Hm. Komm einfach vorbei hier in Thüringen. Wir sind zwischen Stuttgart und Bodensee. Wir freuen uns auf dich. Da kannst du gerne mal reinschnuppern. Sehr gut. Und magst du die Homepage noch einmal nennen? Ja, das ist die hausermassivbau.de. Okay, perfekt. Sehr gut. Dann gehen wir da nochmal frei. Simone, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank, Raik. War sehr schön. Dankeschön. Wenn du die Themen, die du jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie du dein Unternehmen noch effizienter machst, dann geh auf raikane.de/austausch. Buche dir einen der begehrten Termine für eine Potenzialanalyse und dann lass uns herausfinden, wie wir dich noch besser machen können. raikane.de/austausch. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de/977. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.